Okay, okay, was geht ab? So wie es 3D-Filme gibt, gibt es auch 3D-Audio. 360 Grad mäßig, können von überall Sounds kommen. Ist noch nicht so weit verbreitet, aber geht langsam los. Ich persönlich kann mir darunter nichts vorstellen. Deswegen sind wir jetzt einmal dabei, wie so ein Song entsteht. Und weil wir keine halben Sachen machen, ist der Song von Haftbefehl, von Haiti und von Besersien. Wir machen einen Song für Amazon. Benny Black muss am Beat. Haiti ist drauf. Der Song ist zustande gekommen, ich freue mich. Das ist so krass, Leute. Du kannst es ja von irgendwo kommen lassen. Das ist krass. Okay, komm. Ich bin der Motorrad, ich weiß wie Le Mignon im Home Cinema, ich bin im Film, ja. Kill em all, ich weiß wie Le Mignon im Home Cinema, ich bin im Film, ja. Kill em all. Heute bin ich von Berlin nach Köln geflogen, um hier meinen Part noch aufzunehmen, den ich mit Haft mache. Ich mache Rainbow Money. Du Lusch? Ich muss mein Geld. Ich war anti am Anfang so ein bisschen, aber ich war so, okay, warum das denn jetzt so Atmo, so, ne, warum? Und dann habe ich das aber in dem einen Studio gehört und das ist echt krass. Also da geht halt nochmal so ein Tor einfach auf, weißt du? Wer mastert denn diese 3D-Sachen? Der Simo aus Berlin, so ein Mastering-Dude. Grüne, blaue, lila, gelbe Scheine, du zeigst mir einen Stapel, ich nehm alle beide, schicke sie auf Film, denn sie war an der Reihe, von dem Style-Peel bekomme ich Langeweile. Also Dolby Atmos ist ein dreidimensionales Audioformat, in dem du oben, unten, hinten und vorne hast. Stereo ist ja quasi nur vorne zwei Lautsprecher. Aber hier habe ich um mich herum bis zu 9 Lautsprecher und über mir bis zu 6 Lautsprechern. Das heißt, ich kann den Sound überall, wo ich will, positionieren und halt fahren etc. Ich habe es noch nie gemacht, Bruder. Ich glaube, es wird geil, Digi. Also ich glaube, es ist was Neues. Ich glaube, es wird sehr interessant, Bruder. Ich weiß nicht. Also ich habe gehört, es soll krass sein, wenn man Kopfhörer anhat. Gell? Das ist halt gerade noch in den Kinderschuhen. Aber das Schöne an der Technologie ist, dass sie komplett backwards-kompatibel ist. Das heißt, mit jedem Kopfhörer, selbst für 3 € von vor 50 Jahren, kannst du das wiedergeben. Das wird auch wieder ein Song sein, der einschlagen wird wie eine Bombe. Krasses Gefühl. Ja, sehr interessant, gell? Wirklich. Ja. Hochinteressant. Es ist Cinemax-Gefühl. Hammer. Hammer. Ich hatte ein paar Skizzen vorbereitet. Und genau. Und Benny hat sich selektiert. Dann hat er dir nur ein paar geschickt, die er gut fand. Und du hast gesagt, den nehme ich. Ja. Treff mich im Pendig, Istanbul, Türkei, im Hotel, in der Bütze, in der Dampe, du weißt. Bombe. Vielleicht machen wir irgendwann mal eine EP zusammen oder so mit Basasian zu dritt. Das wäre auf jeden Fall eine sehr interessante Geschichte. Also ich bin ein Fan von ihr. Das weiß ich aber auch. Okay, der Song steht. Wir brauchen jetzt aber noch die richtigen Visuals. Das muss natürlich auch alles in 3D sein, damit das ganze Ding auch passt. Und dafür müssen wir nach Kassel. Yo, 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 heute ist Amazon-Dreh. Ich habe 1 Stunde und 1 Minute geschlafen. Wir sind hier am Set vom RBM-Videodreh. Das ist ein ganz spezielles Video, was wir machen. Das ist für den 3D-Spatial-Audio-Track von Haiti und Haftbefehl. Und dann mit dieser krasse Sound, dieses neue Sound-Erlebnis, gut umgesetzt werden kann, visuell, drehen wir heute hier in Kassel in diesem Studio. Haft! Let's do this! Mein Handy ist besetzt, hallo, hi! Ich bleib mit FFM in der Stadt am Main. Mit Gangster-Rap mache ich Dollar Signs. Hände weg, Digga, alles mein. Ich spreng das Blech, steck das Butter ein. Semtex, Rohballer rein. Ihr könnt nicht rappen, Walla, nein. Hängt jetzt in der Wallerei. Weil das ja alles sehr räumlich ist, drehen wir hier auf einem System, was sich XR nennt. Das bedeutet, wir haben eine dreidimensionale Welt kreiert. 4 Szenarien, urban, dystopisch, futuristisch, wo wir die beiden quasi reinstellen und dann mit der Kamera im Endeffekt die Hintergründe bewegen. Wo ist der Kamera mit den Augen, ja? Ich bin im Film, ja. Kill 'em all. Rainbow Money. Ich mach
Ja, was ist denn hier auch? Kakus, die Brette.